Hallo zusammen. Heute sind wir mal am Braunschweiger Dom. Wie ihr hört, zur Mittagszeit, zur Vesper. Und ich möchte euch ein bisschen was erzählen, wie es mit der Zeitmessung im Mittelalter so war. Hier an der Südseite des Braunschweiger Domes befinden sich zwei Uhren. Zwei besondere Uhren. Vielleicht habt ihr sie schon mal gesehen. Es sind Sonnenuhren. Problem? Die funktionieren natürlich nur, wenn die Sonne scheint. Wir haben Glück und die Sonne ist gerade herausgekommen. Und so können wir die Sonnenuhr ablesen. Der Stab, der aus der Wand kommt, steht in dem Winkel des Breitengrades, auf dem wir uns befinden. Und so funktioniert die Sonnenuhr exakt. Sie zeigt gerade 11 Uhr an. Da der Schatten direkt über einer Linie liegt, seht ihr das am besten, wenn ihr an die Stelle guckt, wo der Stab aus der Wand herausragt. Übrigens ist es bei uns gerade 12 Uhr, aber wir haben die Sommerzeit. Und das ist bekanntermaßen eine künstliche Zeit. Die Sonnenuhr kann natürlich immer nur eine Zeit anzeigen, nämlich die echte Zeit. Und das ist die Winterzeit. Falls ihr die Zahlen nicht entziffern könnt, es handelt sich hierbei um lateinische Zahlen. Da, wo der Schatten gerade hinfällt, seht ihr einen Strich, durch den ein zweiter Strich hindurchgeht. Das soll ein X darstellen, also die römische Zahl 10. Und daneben ist noch ein langer Strich, also eine 1. Das ist die 11. Links daneben seht ihr nur ein X, das ist die 10, die 9 und so weiter. Die Sonne wird sich jetzt im Laufe des Tages von eurem Videoausschnitt von rechts nach links bewegen und dann wird der Schatten entsprechend von links immer weiter nach rechts wandern. Also in einer Stunde auf die 12, auf die 1, die 2 und so weiter. Ihr werdet vielleicht feststellen, dass diese Uhr hier keine 24 Stunden umfasst. Das hängt natürlich damit zusammen, dass nachts die Sonne untergegangen ist und man sowieso keinen Schatten oben ablesen kann. Die Uhr, die ihr hier seht, geht von 6 bis 6. Hier in der zweiten Einstellung sehen wir jetzt nochmal eine etwas modernere Sonnenuhr, die sich ebenfalls am Dom befindet. Die stammt aus dem Jahr 1716, wie ihr oben rechts am Bildrand ein wenig im Schatten ablesen könnt. Diese Uhr hat dankenswerterweise außen lateinische Zahlen, aber auf dem schwarzen Band auch nochmal unsere heutigen modernen Zahlen, die arabischen Zahlen. Und auch hier seht ihr den Schatten durch die 11 punktgenau durchgehen und er wird sich dann im Laufe des Tages nach rechts bewegen. Im Frühmittelalter, zur Zeit der Wikinger-Einfälle in England, gab es einen König, Alfred von Wessex, dem man nachsagt, eine Erfindung gemacht zu haben, die das Problem lösen sollte. Nämlich Kerzen zu benutzen. Kerzen brennen immer gleichmäßig ab und so hat Alfred in Überprüfung mit Sonnenuhren an einer Kerze Markierung angebracht, um die Stunden so ablesen zu können. Das ist natürlich nicht minutengenau, aber zumindest im Stundenbereich kann man das auch in der Nacht und wann immer einsetzen, wann man es braucht. Die Sonnenuhren befanden sich übrigens meist an Kirchtürmen, damit sie von so vielen Menschen wie möglich gesehen werden konnten. In der Regel war auch der Marktplatz unmittelbar neben den Kirchen und so kamen viele Leute häufig da vorbei. Denjenigen Menschen, die etwas weiter weg wohnten, dienten auch die Kirchen als Zeitanzeiger. Sie wurden nämlich vom Glockengeläut der Kirchtürme informiert. Mindestens jede volle Stunde, wenn sie aber einen motivierten Glöckner hatten, dann vielleicht auch jede Viertel, halbe, Dreiviertel und volle Stunde. Da ihr vielleicht noch nie auf einem Glockenturm oben wart, könnt ihr hier mal eine Glocke neben mir sehen. Die stammt aus dem Spätmittelalter, genauer aus dem Jahr 1433. Und solche Glocken, die sind in der Regel aus Bronze und wiegen mehrere hundert Kilogramm. Hinter mir befindet sich jetzt eine der ersten mechanischen Uhrwerke. Das ist ein Räderuhrwerk aus dem 17. Jahrhundert. Die ersten dieser Art entstehen so im 14. Jahrhundert. Wie funktioniert so ein Uhrwerk? Räderuhrwerk, weil es Zahnräder hat. Hier unten ist eine Spule, an der ein Gewicht befestigt ist. Das ist im Mittelalter meistens einfach ein großer Stein, der diese Spule nach unten zieht und damit bewegt sich diese Achse, an der hier im Vordergrund normalerweise der
Zeiger angebracht ist. Damit das Ganze gleichmäßig abläuft, gibt es hier oben einen Widerstand, der das Zahnrad immer nur einen Zahn weiter abrollen lässt, und zwar im Sekundentakt. Das ist nämlich das bekannte Tick-Tack-Geräusch einer mechanischen Uhr. Tick, Tack, Tick, Tack. Das Zahnrad geht immer ein Stück weiter. Selbst die mechanischen Uhrwerke boten immer noch eine Ungenauigkeit. Nämlich, wenn der Stein unten am Boden angekommen ist, musste man das Gewicht wieder nach oben ziehen manuell. Und wenn der Glöckner oder eben der für die Uhr verantwortlich war, verschlafen hat, dann blieb das Uhrwerk stehen. Vielleicht habt ihr solche mechanischen Uhren sogar noch zu Hause. Vielleicht bei Oma ist noch eine Kuckucksuhr an der Wand oder eine Standuhr. Auch da sind noch solche Gewichte, die man immer wieder hochziehen muss. Egal welche Uhren ich euch bisher vorgestellt habe, alle waren groß und im Kirchturm und man konnte sie nicht mitnehmen. Das ändert sich erst im 16. Jahrhundert. 1504 erfindet Peter Henlein die erste Dosenuhr, eine Uhr zum Mitnehmen. Darin befindet sich auch ein mechanisches Uhrwerk. Das funktioniert aber nicht über ein herabhängendes Gewicht, sondern über eine gespannte Feder. Eine der ältesten Darstellungen solch einer Uhr haben wir auf dem Gemälde hinter mir von Hans Holbein aus dem Jahr 1533, der Kaufmann Georg Gieseh. Der besitzt als sehr reicher Mensch der damaligen Zeit als einer der ersten solch eine transportable Uhr. Ich nehme mir jetzt gleich eine kleine Auszeit. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst wie immer gerne ein Like da oder abonniert auch unseren Kanal, denn es folgen noch viele weitere spannende Videos. Tschüss!